Hey Leute, hier sind wir auf der Unterbinde von Die Buddies Zocken und heute gibt's was richtig Geiles für euch. Es sind jetzt Teaser für Season 5 am Start. Es gibt jetzt wieder ein neues Fernsehsignal. Auf der Nintendo Switch ist sogar schon ein Countdown dabei und wir zeigen euch heute, was das Ganze ist. Dafür müssen wir mal kurz hier unter den Herausforderungen gucken. Ihr wisst ja, Blockbuster hat 7 Challenges gegeben für jede Challenge, die ihr heute gemacht habt. Also in der Woche alle Challenges machen, habt ihr einen Ladescreen bekommen. Das heißt, es gibt insgesamt für Season 4 7 Ladescreens. Einen 8. Geheim konnte man freischalten, indem man den versteckten Battle Pass Stern von jedem Ladescreen gesammelt hat. Und der sieht dann so aus. So gehen wir mal kurz rein. Genau, der hier, der rechts, seht ihr, wie der Blockbuster-Skin bei einer Rakete irgendwas rumfuchtelt. So, der 7. war, wie er noch einfach aus dem Kometen, aus seiner Kapsel rauskommt. Jetzt ist er dann aber schon bei der Rakete. Und dazu müssen wir jetzt in-game springen, damit wir euch noch mehr dazu zeigen können, was da dann wirklich passiert. Also, let's go. So Leute, wir sind jetzt schon da, wo wir sein müssen. Wo gehe ich hin? Ich gehe da zu der Kiste. Wir brauchen auf jeden Fall einen Fernseher, um euch das Signal zeigen zu können. Ich meine, hier wäre zwar einer, aber der ist aus. Wir brauchen einen richtigen, der am Boden steht. So wie halt in Season 3 wieder. Ich finde es geil, dass die einfach eine selbe Variante wieder nehmen und so das Ganze anteasern. Wisst ihr, bei Season 3 waren dann Lamas dort im Fernseher zu sehen. So ein Notsignal halt am Start. Und ja, ich gehe jetzt hier einfach mal rein. Der ist bei mir. Ich kann auch kommen, wenn du Bock hast. Ja. Ich hoffe, der zerstört keine Fernseher hier in der Umgebung, Leute. Sonst mache ich Stress. Wo seid ihr, Jungs? Sind auf jeden Fall ein paar mehr hier gelandet. Okay. Die können wir alle wegklatschen und dann haben wir hoffentlich auch irgendwann den Fernseher entdeckt. Ja, hier ist auch direkt der Fernseher. Oh mein Gott, mein Aim. Puh, da haben wir den. Leute, ich töte ihn zuerst. Sein Mate kommt schon. Ne, das bist du. Okay. Bin ich. Alles gut. Alles gut, wa? Also, okay, jetzt ist wieder weggegangen. Ihr habt es kurz gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es bei einem anderen Fernseher noch. Hey, das war ja richtig seltsam. Warum ist das weggegangen? Ja, man hat es auf jeden Fall gesehen. Sonst blende ich es nochmal ein, dass das so ein Totenkopf ist. Und der Totenkopf, Leute. So, warte, da machen wieder welche Stress. Wo sind die? Siehst du die? Noch nicht, nee. Doch, oh, am Dach. Da. Digga, der macht gut Damage. Hat ein Blockbuster-Skin. Bei mir hat kein Schuss gerade einfach connected. Ich habe wieder 30 Schuss rausgehauen und nix ist rein, außer einer halt. Okay, so, ich nehme da auch noch eine Pump mit. Ich hoffe, du hast ein bisschen Heal für mich. Nur die Bandage, die am Boden liegen. Sonst ja, leider noch nichts. Gönne ich mir gar nicht mehr. Mehr brauchen wir euch heute nicht. Wir kommen auch so durch die Runde. Und ja, dieser Totenkopf ist entscheidend, Leute. Dieser Totenkopf bildet nämlich was ab, was man auf der Map schon hat. Und deswegen sind wir heute auch mal ins Lobby Shores gelandet. Wir müssen uns eigentlich beeilen. Und ja, du hast da gerade was abgebaut. Ich laufe schon mal in die Richtung, damit ihr das auch seht. Und zwar, Leute, kennt ihr vielleicht die Basis, in der die Rakete drinnen ist, die man da sieht. Und die Basis, ich glaube, man sieht schon ein bisschen, hat von hier genau diese Totenkopfform. Und da sind auch zwei Leute oben. Was ist denn los mit denen? Ich komme mit. Ich nehme mir meinen Schildtrank. Da. Oh, schreckt mich, Mann. Direkt neben dir. Also hat halt perfekt diesen Totenkopf. Ich werde es euch dann auch nochmal im Replay-Modus schön einblenden, damit ihr das ganz genau seht. Man muss sagen, das bedeutet hin, dass da irgendwas passiert. Auf der Nintendo Switch ist es mittlerweile so, dass schon ein Countdown auf den Fernsehern zu sehen ist. Und wir haben jetzt nachgeguckt, die Leute, die das hochgeladen haben, haben wir geguckt, bis wann der Countdown geht und haben rausgefunden, das Ganze wird am Dienstag um 19 Uhr starten. Hallo! Er ist neben mir, alles klar. Was ist los bei ihm? Achtung, Zubauen, der oben sniped. Der kommt von der Base raus. Also das Ganze wird am Dienstag um 19 Uhr starten. Und da wird die Rakete dann wahrscheinlich losfliegen. Wir haben auch in den Gamefiles nachgeguckt, Leute. Ja, er ist direkt neben dir. In den Gamefiles steht auch schon was Richtung Launch dabei. Das heißt sowas wie Starttag. Hallo, 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 meine Shotgun-Action. Zum Glück habe ich den noch bekommen, Mann. Du hast mich wieder im Stich gelassen und wolltest mir den Kill schenken. Nee, nee. Nicht? Ich musste alles nachladen, Mann. Okay, okay, ich habe auch Bandages. Das heißt, wir könnten mal kurz reingehen dort in diese Festung, würde ich mal behaupten. Und uns das angucken, weil die Rakete ist eigentlich ganz geil. Die ist da schon drinnen. Die ist seit Season Start drinnen. Und
jeder hat sich halt so gefragt, ja gut, warum ist da eine fucking Rakete? Das ist halt einfach irgendeine Bösewicht-Base. Aber tatsächlich ist das jetzt für den Typen, der aus dem Meteor ist. Also ganz interessant. Okay, wir sind drinnen, Leute. Gerade reingelaufen. Ihr seht auch, es ist tatsächlich ein Bösewicht-Signal am Start. Aber genau, das Entscheidende sieht man da. Das ist die fette Rakete. Und wir gehen jetzt einfach am besten irgendwie hoch. Wenn dieses Teil nicht im Weg wäre. Main. So, jetzt aber. Jetzt. So, da sieht man schon, so sieht das aus. Das Hologramm ist neu dazugekommen zu dieser Rakete. Und es wird hier dann im Display auch noch bald Launch stehen. Wir wissen nicht genau, wohin die Rakete fliegt, was sie zerstören wird und so weiter. Aber wir wissen, dass es jetzt am Dienstag um 19 Uhr soweit ist. Da wird dieser Typ aus dem Meteoriten, dieses Teil starten. Und ich bin gespannt, Leute. Das ist der Teaser für Season 5 schon. Und, ja, keine Ahnung. Was erwarten wir uns, Benny? Was soll passieren? Vielleicht wird es tatsächlich eine Atombombe. Ich glaube fast nicht, dass es eine Atombombe wird, weil die müsste dann irgendwie was Krasses zerstören und das hat jetzt eigentlich der Meteorit schon erledigt, sondern es wird was anderes sein, aber ich hoffe, es ist trotzdem was Cooles, was Schwung und neue Sachen ins Game reinbringt. Ja. Und ja, ich glaube, man kann sich drauf freuen. Von oben. Also es sieht jetzt schon wie eine krasse Rakete aus, die irgendwas bewirken soll, aber man weiß halt nicht, ob es jetzt wirklich mit einer Bombe ist oder halt mit irgendwas Sinnvollen, dass er ins Weltall wieder zurückfliegen kann, weil er vielleicht hier abgestürzt ist oder so oder weil er eine Nachricht an seine Mates überbringen will im Weltall. Vielleicht wird Season 5 um Aliens gehen, man weiß es ja nicht. Und vor uns, ja nice, der platziert einen Jump-Pad, da können wir direkt hin. Ehrenmann, Grüße gehen raus. Ich würde sagen, wir gucken auch dann direkt zu ihm und töten den. Ja, habe ich auch Bock. Also wir grüßen ihn quasi dann schön, dass er uns das Jump-Pad hier gelassen hat. Hinter dir! Bitte nicht zerstören. Oh, lass so, mach's nicht. Oh, ich habe ihn gekillt. Der hat noch Minischilder, die sammle ich. Ja, ich sammle sie noch auf, komm. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Ich hoffe, der Team mit dreht sich jetzt nicht um und schießt das weg. Bitte nicht, Mann. Auf geht's hoch da. Ich kann das nicht mal reparieren. Ja, Mann, komm, wir schaffen das. Ich bin fast oben. Jumphead ist noch hier. Ich flieg rein. Am besten Richtung Tilted direkt, oder? Ja. Wenn wir so weit wie möglich kommen. Ich hab nämlich echt verdammt wenig Leben! Shit, man! Ich bin gerade 30 HP. Ich habe aber noch 6 Minis mitgenommen. Durch Tilted durchlaufen, Mann. Ich geh sonst. Ah, okay, ja, ich geh auch mit Richtung Tilted. Geht sich bei mir schön aus. Ich glaube, ich komme sogar weiter. Okay, das wäre perfekt für dich, Mann. Ja, es könnte sein. Links von uns fighten, dann welche außerhalb. Holy shit. Du hast dich gerade bei mir richtig rumgeportet. Ich geh hier einfach mal rein. Ich gönn mir die paar Bandages. Brauchst du ein Minischild? Ja, oder? Ja. Ich gönn dir hier. Oh, nee, das nicht droppen. Was ist los bei mir heute? Oh, da gönn dir direkt. Vielleicht ist hier ein Automat. Yes. Oh. Oh, Bandages um 101. Let's go. Gönn dir, Mann. Warte, ich drop dir auch direkt. Ja. Da. Ich kann dir noch eine geben. Liegt. Hier liegen 4 Stück, glaube ich. Nee, 3 Stück liegen hier. Gönn dir die. Und dann können wir direkt die nächsten fighten. Ja, also im Nordosten könnten wir uns die holen. Ja, perfekt. Also Leute, jetzt wisst ihr ein bisschen Bescheid über diese Rakete, was die machen wird, wann die kommen wird. Ich bin echt gespannt, was passiert. Ich schätze mal auch, dass die das Update dann irgendwann in diesem Zeitraum reinbringen. 19 Uhr ist zwar eine seltsame Zeit für die, muss man sagen, aber laut den Berechnungen ist es halt die Uhrzeit. Weil da stand halt dabei 3 Tage, 2 Stunden, 20 Minuten und der hat das am... Heute ist bei uns Samstag um 16 Uhr irgendwas hochgeladen. Also ja, das ist unsere Vermutung. Das ist One-Shot. Ja, unten ist auch noch einer. Zeig dich nochmal, komm. Ey, Mann. Ich habe halt absolut nichts zum Bauen, muss ich sagen. Ich bin es nicht gewohnt, dass dieses Scope da ja so schnell schießt, Mann. Der eine Der eine ist übrigens gerade weitergelaufen. Okay. Den Baum ab, gönn mir ein bisschen Holz und komm mit. Nice, du hast den. War der Insta tot? Ja. Samate ist da. Also ist nicht Samate, das ist ein anderer. Das sind 2, Achtung. Einer ist genockt. Der andere kommt hier. Oh, what? What? Hat einen Headshot. Ist nice, down. Nice, sauber. Der hat einen Raketenwerfer, danke, Mate. Nehme ich direkt. Und Bandages hatte der auch. Ich habe ein Medkit für dich. Nice, nice, nice. Gönn ich mir. Wir müssen dann auch richtig weit wieder. Haben wir ein Jump-Pad bekommen oder so?
Leider nein, Mann. Okay. Ich hätte mir halt aber echt gedacht, dass diese Rakete erst zur nächsten Season dann quasi kommt und dann irgendwas Krasses macht. Aber jetzt kommen sie mittendrin. Also, ja, ist halt, weißt du, ist halt der Teaser. Jetzt haben sie gesagt, 7 Wochen, habt ihr jetzt ein paar Bilder und jetzt geht's erstmal so richtig los. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Bildern bis jetzt, weil ihr habt ja gesehen, das war ja eigentlich jetzt immer nur ein Hollywood-Film eigentlich. Und was hat der jetzt mit dem restlichen Teil zum Tool? Weil jetzt kommt der einfach aus dem Kometen raus, was eigentlich schon die ganze Zeit das Interessante war. Und der Typ macht jetzt Unfug bei Fortnite. Also, ja, keine Ahnung, inwiefern sich dann diese Superhelden, also diese Schauspieler eigentlich, weil es ja ein Film ist, dann noch da mit einmischen. Wird auf jeden Fall interessant. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder bei ein paar Gegnern. Okay, Leute, vorhin sind wieder welche. Wir sind da direkt mit Einkaufswagen am Start. Kommt man am besten in die Zone rein, wenn man außerhalb ist. Die haben hier ein bisschen Stress gemacht anscheinend. Komm, auf geht's. Warte, ich will dem Raketenwerfer-Schuss ins Gesicht geben. Der hat auch einen Raketenwerfer, Achtung. Ja, genau, der andere ist dann hinter mir. Ich auf dem Highground, Kollege. Andere ist tot. Der andere pusht dich. Oh, er bekommt mich sogar einen Headshot, okay. Alles gut. Dann instant heal, Leute. Haben wir wieder ein paar Kills gemacht? Wir sind bei 10 Kills. Es leben nur mehr 4 andere. Guck mal, wie riesig die Zone ist. Lol, hä? Warum sind die alle so schnell down gegangen? Ich habe keine Ahnung. Was machen die? Ich kann dir Minis droppen. Da liegen. Perfekt. Gönn dir. Ich guck mal, was die sonst noch so hatten. Ja. Ich bleib bei der Burst. Liegt hier sonst noch was Schönes? Ein Jumppad haben wir hier noch. Ja, Leute, Zone so riesig und es leben nur mehr 4 andere. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht wäre hier noch ein großer Schildtrank in der Kiste. Wäre nice für dich. Aber ansonsten haben wir die Runde so gut wie in der Tasche. Wenn wir nicht ist scheiße so, Mann. War nix toll. Von da schon hast du auch keine, oder? Nee. Ich hab... Nee, hier, hab warte, komm mal zu mir rein. Hier ist nochmal der Fernseher. Oh, ja, ja, ich habe ihn schon gesehen vorhin. Oh, der schießt da direkt, Mann. Der meint's ernst mit der Minigun. Ist so, aber die wissen nicht, dass du kommst. Mate. Ist klar, ich schieß daneben. Nice Hit. Nice, war direkt tot. Sauber. Ja, nur ein Typ, das heißt... Warte, wir haben noch ein Solo. Wahrscheinlich, ja. Ein Solo noch. Oder ist wahrscheinlich sind sogar 3 Solos. Ich geh wieder raus, tschüss. Bin dir. Der hatte einfach 2 goldene Heavies. Lass ich mir nicht nehmen. Da hinten war auch noch ein Schild drücken, großer, den gönne ich mir auch. Also Leute, ich hoffe, die zeigen sich gleich, damit wir das beenden können mit denen, ey. Immer dieses Versteckspiel, was los bei denen? Ist so. Oh, warte, da ist ein anderer gerade genockt worden. Okay. Ja, ich hab bei mir im Osten. Eine Schüsse gehört, perfekt. Ja. Dann sind das die letzten beiden. Das ist nur mehr einer, der hat gerade beide gekillt. Oh. Ja, Mate, ich würde sagen, wir machen heute mal ein schnelles Ende mit dem. Da kenn ist ich so, nichts, auf geht's. Der müsste eigentlich gut sein, weil der hat ein Team gerade weggeklatscht. Ja. Also, er versteckt sich hier in der Hütte drin. Okay. Dann schieße ich mal rein. Ah, da warst du auch direkt. Ja, der ist gut. Weiß auf jeden Fall, wie man baut. Mate. Nice, du hast den. Perfekt, Leute. Das war's, würde ich sagen. Wir hoffen, die Infos zu der Rakete haben euch gefallen und ihr seid geheilt darauf. Ich bin echt gespannt, was die Rakete im letzten Endes dann machen wird. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Haut rein und ciao. Ciao.